meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich hier im Agrarhistorischen Museum in Alt-Schwerin. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach 2 Jahren Pferdeabstinenz hier im Agrarhistorischen Museum in Alt-Schwerin habe ich mich auf diesen Tag diebisch gefreut. Nicht nur, dass ich als einer, der sonst im Büro sitzt und einen Haufen Aktenkram zu erledigen hat, mal wieder richtig unter den Leuten bin, die Tatsache was bewegen, mit ihren Pferden zu sein, sondern Ihnen auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau diesen Enthusiasmus, diese Arbeit, diese Tradition etwas näher zu bringen, hier und heute am Tag der Arbeit mit Kaltblutpferden.
So, und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte ich mal die Aktiven zu einer kleinen Abschlussparade, sich noch einmal vorzustellen mit ihren Pferden, wie sie sie heute hier vorgestellt haben.